So. Der Kollege ist auch schon vor Ort. Oh, nicht nur der Kollege. Einige. Die Schlagstöcke sind schon ausgepackt. Und alles steht bereit. Guten Tag, der Herr. Oh, was ist denn jetzt los? Hallo? Wir brauchen Unterstützung. Eieiei, du. Willkommen zu einem weiteren Video GTA 5 RLSPDFA. Wie man heute sehen kann, sind wir hier am Pier heute unterwegs. Del Piero ist das Sprichwort und ja, wir werden jetzt heute hier unterwegs sein als Bundespolizei. Wir haben einige neue Themen mal wieder, die wir aufgreifen werden und sind heute mit dem schicken VW T5 mit den LEDs unterwegs. Ja, wieder ein sehr, sehr schönes Fahrzeug von Top Mods, mit dem wir heute unterwegs sein werden. Und unsere erste Brandstiftung heute jetzt hier in Morningwood bearbeiten werden. Gut, das führt uns direkt mal weg von dem schönen Strand hier, aber gut, manchmal ruft eben die Pflicht. Dann müssen wir eben woanders hin. So, dann beeilen wir uns mal ganz kurz. Müssen jetzt natürlich hier Acht geben auf die Fußgänger. Machen wir Platz bitte, danke. So. Da hilft das natürlich ein bisschen. Die Hupe von unserem Siren Mastery System. So, und jetzt geht's los. 900 Meter, Brandstiftung, wie gesagt, da müssen wir uns beeilen. Wahrscheinlich muss die Feuerwehr vor Ort sein. Oder wurde zumindest schon dazu gerufen. Und wir schauen, was sich da so abspielt heute wieder in Los Santos. Morningwood, die Gegend ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht betucht, glaube ich. Schauen wir mal, was da so vorfällt oder aufgefallen ist. Wer da schon wieder Brand gestiftet hat. Die Feuerwehr scheint vor Ort zu sein. So, sieht mir ganz nach der Tankstelle aus, ja. Und da geht's schon los mit den Explosionen. So, eieiei, du. Müssen wir ganz kurz hier die Straße absperren. Machen hier zusätzlich noch eine Sperre. Eine Absperrung. So, jetzt müssen wir ganz schnell mit dem Einsatzleiter hier reden. So. Der Brandstifter wurde schon gesichtet angeblich. Wir haben hier Verletzte. Nein, negativ keine verletzten Personen. Doch, da hinten sich ein. Da müssen wir jetzt ganz schnell einen Sanitäter rufen. Das hat natürlich Vorrang. Gut, Sanitäter sind auf dem Weg. Wir beeilen uns jetzt schnell und halten mal Ausschau nach dem Brandstifter hier, der dafür verantwortlich ist. Fluchtweg ist bekannt. So, dann geht's los. Also dann schnappen wir uns den. So, mal schauen, wohin er denn geflohen ist. Wie gesagt, die Straßen wurden ja hier in der Nähe abgesperrt. Wir gehen jetzt wieder natürlich aus dem in den anderen Bereich rein. Aber ich glaube, so unauffällig verhält sich der gar nicht. Weitere Informationen gibt es dann wahrscheinlich von der Leitstelle. Wenn der sonst noch auffällig sein sollte. Machen wir bitte Platz, danke. Ob der in dem Fahrzeug unterwegs ist, wissen wir gerade im Moment leider auch nicht. Das Einzige, was uns gerade hilft, ist ein bisschen unauffällig zu bleiben. Da links läuft einer etwas schneller als normal, eine Dame. Die kommt schon mal sehr verdächtig vor. So, wir versuchen die mal zum Anhalten zu bringen. So, gut. Ja, wir haben auf jeden Fall die Dame gesichtet. Die hat auch einen Molotow-Cocktail in der Hand, so wie ich das sehe. Ja, eindeutig ein Molotow-Cocktail, also hier mit erhöhter Vorsicht rangehen. Wir holen hier mal ganz schnell Unterstützung. Bleiben jetzt erstmal hier dran, weil wir im Fahrzeug relativ sicher vor dem Molotow-Cocktail sind. Ich glaube, mit dem Taser ist die Dame ganz gut bedient. Fenster runterlassen. So, wollen Sie sich ergeben? So, erstmal hier unschädlich gemacht, die Dame. Und jetzt heißt dann erstmal hier festnehmen. Hände hoch, Waffe runter. Jetzt müssen wir aufpassen mit dem Molotow-Cocktail. Da habe ich keine Lust, den abzubekommen. Gut. Wir haben die Dame festgenommen. Molotow-Cocktail nehmen wir ihn mal ab. Taylor Skies. Ja, was sie dann für Ideen hatte und wieso sie das Feuer gelegt hat, das wird sich dann spätestens auf der Wache ergeben. Wir können dann soweit Entwarnung geben, auch für den Bereich, wo wir gerade eben die Straßen gesperrt haben. Wir haben den Täter gefasst. Also hiervon geht keine weitere Gefahr aus. Transport ist auch schon da. Und dann wäre unser erster Einsatz des Tages auch schon geschafft. Sehr schön, die Kollegen waren auch schnell da zur Unterstützung. Wunderbar, ich würde auch mal sagen, gelungener erster Einsatz des Tages heute. Der nächste Einsatz erreicht uns auch schon, gerade als wir zurück zum Strand fahren wollten, eigentlich um unsere Streife fortzusetzen. Und zwar haben wir hier einen Brandstifter am Flughafen. Müssen uns dann natürlich beeilen, das scheint hier auf dem Rollfeld zu sein. Einmal bitte aufmachen. Gut, die Kollegen hier haben es immer nicht so ganz mit den Schranken, wir müssen mal ganz kurz hier durch. Das Tor funktioniert noch. Gut, jetzt schauen wir mal, dass wir uns schnell beeilen. Brandstifter, wie gesagt. Gefährliche Sache. Haben wir uns sofort auf dem Weg. Scheint hier bei einem, ja, bei den Feuerwehrmännern hier zu sein. Ja,
Brandstifter ist heute anscheinend der Trend, ja. Gut, wir haben hier keine verletzten Personen. Feuerwehr ist am Feuer löschen. Ich sehe niemanden, nein. Wir gehen mal hier zum Einsatzleiter, fragen nach, was Sache ist, ob man da schon irgendwas mitbekommen hat. Guten Tag. How's it going? So, gut, wie schaut's aus? Eine Dame wieder mal und sie trägt diesmal keinen Molotov-Cocktail, sondern einen Benzinkanister. Alles klar, viel mehr wissen die leider auch nicht. Wir müssen uns dann mal auf den Weg machen, schauen, vielleicht hat das Ganze in der Überwachungskamera mitgefilmt. Ja, da hinten haben wir auf jeden Fall was. Da scheint die zuletzt gesehen worden zu sein. Diesmal ohne Verletzte, das ist schon mal sehr gut. Nur Sachschaden hier. Wie hoch werden wir jetzt gleich sehen? Vom Flughafengelände wird die so und so nicht so schnell wegkommen. Ja, da ist sie schon am Abhauen. Guten Tag. So, wollen Sie nicht mehr stehen bleiben mit Ihrem Benzinkanister? Also, dass man wenigstens so schlau ist und den wegschmeißt, die Dame, Hände hoch, runter auf den Boden. Benzinkanister fallen gelassen hat sie ja schon. Wunderbar. Heute haben wir echt heiße Angelegenheiten hier mit der Brandstiftung. Die haben heute, ja, keine Ahnung, wir haben mal ihren heißen Tag heute. Überall Brandstiften, wo es denn nur geht. Jetzt hier am Strand angekommen, schauen wir natürlich nach verdächtigen Personen und werden natürlich hier uns auch drum kümmern, je nachdem. Und ja, wir sind heute jetzt hier, wie gesagt, ein bisschen auch am Strand als Streife eingesetzt, um ein bisschen zu schauen und Drogenhandel zu unterbieten. Apropos Drogenhandel. Guten Tag, Dian. Ja, vielleicht nicht die typischen Drogenhändler, aber vielleicht dann doch eher die typischen Drogenjunkies. Wir tun hier mal den Jimmy Timmy. Schöner Name. Kontrollieren dann gleich noch. Der Ausweis schaut aber sehr, sehr normal aus hier. 1992. Naja. So jung schaust du jetzt auch nicht aus. Der Jimmy Timmy. Schauen wir mal bei dem Herrn. Ob die schon mal aufgefallen sind oder sonstig auffällig waren. Der Polizei zumindest gegenüber. Auch nichts weiter. Und was haben wir hier? Die scheinen schon ein bisschen was getrunken zu haben hier am helllichten Tag. Die wollen anscheinend schon früher in die Ausnüchterungszelle. Wir schauen trotzdem hier nochmal beim George Kingsford. Der Ausweis schaut mir dann schon eher nach was aus. Der Herr, Sie sind gesucht von der Landespolizei. Oh, Sie sind gesucht von der Landespolizei. Sie sind vorläufig festgenommen. So, wie gesagt, da wird es einen Haftbefehl gegen den Herrn geben. Wir holen hierfür mal dann die Kollegen von der Landespolizei, die den Herrn mitnehmen. Ja, hier scheinen auch ein paar Leute natürlich, die vielleicht dafür schon bekannt sind, entsprechend sich herumzutreiben. Wir haben auch schon eine Person mit einem Messer gerade durch Funk mitbekommen. Hier kommt auch schon ein Transport für den Herrn. Wir machen uns auf den Weg. Wir haben hier auf jeden Fall Gefahr im Vollzug. Das bedeutet Code 3. So, jetzt machen wir uns sofort auf den Weg natürlich. Wie gesagt, Code 3. Blaulicht und Sirene. Wir haben hier auf einer Kreuzung das Ganze. Ziemlich in der Nähe. Nicht weit weg. Okay, anscheinend scheint er schon zuzustechen oder zugestochen zu haben. Wir haben die Person, Sichtkontakt hergestellt. Wir nehmen die Verfolgung auf. Hey! Runter, runter mit der Waffe. Fallen lassen. Hey, ganz ruhig. Wir mussten hier zur Waffe greifen. Der hier kann gleich weitergehen. Für den brauchen wir vielleicht dann noch einen Sanitäter. Für den auf jeden Fall. Wir holen hier für den schnellen Sanitäter. Vielleicht kann noch was getan werden. Wir mussten hier leider handeln, weil er mit dem Messer auf uns losgehen wollte. Der Herr und der andere, der darf eigentlich wieder aufstehen. Darf er dann gleich machen. So, Sie dürfen auch schon weiter. Hallo? Achso, der parkt jetzt Auto hier. Ich dachte schon, dass der jetzt hier vielleicht den Herrn kennt, je nachdem. So. Da ist auch schon die Berliner Feuerwehr, beziehungsweise der Sanitäter. So, von dem her hätte ich dann gleich nochmal den Ausweis gesehen. Wir tun ihn mal ganz kurz hier hoch. Dann können wir ihn auch schon wieder freilassen. Der Herr ist ja wahrscheinlich das Opfer hier in dem Fall. Und dem her brauchen wir auf jeden Fall dann eine Aussage von dem Herrn. Das ist dann der Fall, aber jetzt fürs Erste kann der auch weiter. Nur den Ausweis bräuchte ich nochmal ganz kurz. Der Herr, bleiben Sie nochmal ganz kurz da. Hallo? LSPD,
So, der Sanitäter hat ja schon gesagt, dass hier leider nichts getan werden kann von den Herren. Den Ausweis brauche ich kurz, dann dafür weiter. Dankeschön. So, Eduardo Vergara. Gut, danke. Wir holen hierfür jetzt einen Gerichtsmediziner. Dem Herrn kann nicht mehr geholfen werden. Selber schuld, wenn man mit dem Messer auf Leute losgeht und dann auch auf den Polizisten, der einem eine Waffe vors Gesicht hält. Gut, wir sind dann hier fertig. Code 4. So, wir räumen hier jetzt dann auch gleich wieder die Straße und kümmern uns weiter um die Streife heute. Ja, und vergesst nicht, mir in die Kommentare, wie gesagt, zu schreiben, was ihr davon haltet, dass jetzt die deutsche Polizei umsteigt auf die, beziehungsweise die bayerische Polizei umsteigt auf die blauen Uniformen sowie Polizeifahrzeuge. Ich weiß nicht, ob ihr schon gesehen habt, die haben da ja einiges gepostet schon auf Facebook, glaube ich, wo man das Ganze sehen kann, wie das Ganze verhält und so. Ja, da merkt man das immer ganz gut, also sieht es auch immer. Und ja, wir haben auch schon den nächsten Einsatz. Öffentliche Störung, auch wieder da hinten. Die schauen hier, die scheinen hier immer genau da hinten zu sein, wo wir herkommen. Das scheint sich mehr zu ereignen. Öffentliche Störung, Ruhestörung. Ist da wieder irgendjemand auf der Straße und sorgt für Aufsehen oder blockiert den Verkehr? Ja, in irgendeiner Art und Weise klatscht die Dame da hinten. Lassen wir hier das Blaulicht an. Damit der Verkehr auch Bescheid weiß. Nehme ich schon mal den Taser in die Hand, man kann ja nie wissen. Guten Tag. Die Dame, wollen Sie nicht mal da weggehen von der Straße? Wie wär's damit? Bringt mir ganz kurz Ihren Ausweis. Ja, die Dame ist leicht gekleidet. Ami Tsubaki. Okay. Oh, die haben es heute mit dem Namen, ey. So, wir schauen hier mal ganz kurz, ob die schon mal auffällig geworden ist. Nein, ist sie nicht. Könnten Sie bitte hier den Platz verlassen? Ich gebe Ihnen jetzt eine Verwarnung. Die wird jetzt erstmal so ausgestellt, wenn wir die Dame nochmal sehen. Wie gesagt, kleiner Platzverweis hier. Wenn wir die Dame nochmal hier sehen, dann werden entsprechend andere Maßnahmen eingeleitet und die Dame wird wahrscheinlich erstmal, zumindest vorerst, in Haft genommen. Ansonsten dürfen sie auch schon weiter, wenn die Dame jetzt dann sich vielleicht auch mal was überzieht hier am Stand. Bitte, danke. So, gut. Ansonsten ist hier weiter nichts mehr. Wir werden jetzt dann hier Code 4. Die Dame entfernt sich wieder. Und dann hätten wir hier den Platzverweis auch schon erteilt. Wunderbar. Ja, öffentliche Störung, beziehungsweise hier in dem Fall einfach auf der Straße stehen und rumhüpfen geht natürlich nicht. Ist hier jetzt in dem Fall geregelt worden an sich. Ja, wenn man einsichtig ist, dann funktioniert das auch. Und dann geht es im Normalfall auch relativ wieder schnell weiter. Und man kann dann schauen, wie es hier sich weiterhin verhält. Ja, ihr dürft mir auch gern schon Vorschläge schreiben für den Livestream. Ja? Wir machen ja einen Livestream und ich habe mir da schon was überlegt. Ja? Der Livestream, der in ungefähr eineinhalb, beziehungsweise in 2 bis 3 Wochen, ich bleibe jetzt immer noch bei dem Thema, stattfinden wird. Eine Demonstration. Wir machen uns mal auf den Weg. Maze Bank Arena, okay, die ist ja auch nicht weit weg. Das ist die große Arena mal wieder. Wir machen uns mal auf den Weg. Brauchen die Kollegen wahrscheinlich Unterstützung, weil die Meute wieder nicht unter Kontrolle zu bringen ist. Ja, und zwar könnt ihr mir gerne die Vorschläge dafür in die Kommentare schreiben, beziehungsweise ist in der Videobeschreibung ein Link, der euch zu der Umfrage schickt, was ich denn machen soll. Ja, da sind einige Möglichkeiten aufgelistet. Auf jeden Fall mal reinschauen. Dann könnt ihr so gesehen beeinflussen, was wir im Livestream für eine Streife fahren werden, beziehungsweise was wir machen werden. Ja. Als was für eine Einheit, mit welchem Fahrzeug und wie das Verhalten sein wird. Ja. Eher aggressiv, eher defensiv und so weiter und so fort. Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare, beziehungsweise votet auf der Seite, die ich euch verlinkt habe. Am schlauesten ist, wenn ihr votet. Also wie gesagt, in der Videobeschreibung, da steht Umfrage. Einfach draufklicken und dann habt ihr es auch schon und könnt so gesehen voten, was im Livestream stattfinden wird, der in 2 bis 3 Wochen kommen wird. So, da haben wir auch schon die Maze Bank Arena. Riesengebäude. Dass die natürlich davor demonstrieren, ist kein Wunder. Die Straßen müssten soweit auch schon gesperrt sein. Wird wahrscheinlich hier auf dem Parkplatz sein. Ja, ich sehe schon die Meute. Die Meute. So, der Kollege ist auch schon vor Ort. Oh, nicht nur der Kollege, einige. Die Schlagstöcke sind schon ausgepackt und alles steht bereit. Guten Tag, der Herr. Oh, was ist denn jetzt los? Hallo, wir brauchen Unterstützung. Eieiei, du. Was ist das denn bitte? Ich bin noch nicht mal angekommen. Jetzt geht ihr mal weg hier. Hallo, wir brauchen Tränengas. Tränengas. Ah, da. Dim, dim, dim. Ein paar Tränengas. Hier, es gibt für euch alle Tränengas.
Die feuern sogar mit Leuchtpistolen. Eieiei. Ich glaube, es wäre das Schlauste, wenn wir hier unseren T5 nutzen und einfach mal oben drauf gehen und für Ruhe sorgen. So, die Herren, nehmen Sie alle mal die Hände hoch. Herren und Damen, hallo. Ich versuche die mal ein bisschen mit Tränengas ruhig zu stimmen. Da fangt mal. So, ich denke, wir brauchen hier ein bisschen Unterstützung noch. Die Kollegen brauchen aber ein bisschen, weil hier die Straßen umliegend natürlich abgesperrt wurden für die Demonstration. Aber nicht mal Tränengas, schau mal. Die machen, die husten zwar, aber die juckt es nicht. Jetzt hat es Tränengas gewirkt. Au! Oh. Gut, dass die Weste immer feuerfest ist hier. Auf den Boden runter. Auf den Boden. Oh, der Herr, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt nehmen Sie die Hände hoch, wenn Sie nicht erschossen werden wollen. Meine Güte. Dann müssen wir hier ein bisschen mehr mit dem Taser hantieren. Hände hoch. Hände hoch, wir brauchen mehr Unterstützung, um die ganze Meute ein bisschen zu beruhigen. Die Kollegen, die jetzt gerade eintreffen, hier unter anderem auch von der... vom Spezialeinsatzkommando, sind natürlich nicht so erfreut, weil sie einen langen, langen Anfahrtweg hatten und entsprechende Laune, ja. Wenn die hier auch teilweise mit Waffen vorgehen, dann wird hier ab und zu auch das Feuer eröffnet, deswegen müssen wir hier aufpassen. Eieiei, ich will euch nicht erschießen, jetzt bleibt mal weg. Du weg, geh weg. Der hat eine Axt. Nein, eine Machete. Oh, je, je, je. Ich gehe mal ein bisschen auf Abstand hier, weil ich will nicht von hinten erschlagen werden. Hey, Hände hoch, nehmen Sie die Hände hoch. Bleiben Sie jetzt mal weg. Der mit der Machete, hey. Ich mache gleich keine Witze mehr, wenn nochmal der Typ mit der Machete kommt. So, jetzt reicht's mir aber langsam. Hände hoch, sonst wird ins Bein geschossen jetzt. So, die Kollegen. I teach you respect for the law. Alles klar. Der Herr, der gerade mit der Machete auf mich losgehen wollte, ist da hinten. Oh, jetzt reicht's mir langsam. So, jetzt ist aber mal Ruhe. So, wir haben da hinten den Herrn, der gerade mit der Machete auf mich losgegangen ist. Den nehme ich auf jeden Fall fest jetzt. Das reicht mir schon hier. So, der Herr. Stehen bleiben, Hände hoch, auf den Boden runter. So, und jetzt diesmal lassen Sie die Machete schön da, wo sie ist. So, sie sind vorläufig festgenommen. Boah, das kann doch nicht wahr sein. Der Herr, so nicht. So nicht. Wir müssen ihn gleich, glaube ich, hier ein bisschen zurechtweisen, ne? So. Der Herr hier ist am Boden. Brauche hier nochmal zusätzlich eine Einheit und einen Sanitäter für den Herrn. Ich glaube, das trifft nicht nur auf den zu. Tüte den mal bitte ein, beziehungsweise nimm ihn mit. Wenn der wieder steht, bitte danke. Manchmal ist hier wirklich die Demonstration wieder ein Spektakel, ey. Schau sich das einer mal hier an, ha? Gut, wir brauchen ein paar Sanitäter. Auch für Polizisten, wie man sehen kann. Die scheinen hier auch teilweise scharf geschossen zu haben. Wir hatten ja auch Leuchtpistolen auch dabei. Volles Programm heute. Aber bei einer Demonstration ist das meist immer so. Die sind nicht ruhig zu bekommen. Ja, die Sanitäter sind auf dem Weg. Die Straßen werden dann wieder geöffnet und die Polizeitransporter müssen auch anrücken. Dann können wir auch schon weitermachen. Wir sind hier soweit Code 4. Die Lage hat sich zumindest für uns beruhigt. Und die Sondereinsatz- bzw. Spezialeinsatzkommandos konnten hier auch effektiv wirken. Unterstützung hat leicht gedauert, aber ist im Endeffekt doch noch eingetroffen. Da kommen auch schon die ganzen Sanitäter. Zusätzliche Unterstützung nochmal. Bestandsaufnahme so gesehen. Hier auch. Sanitäter. Ah, wir machen mal hier Platz. Kollegin, Sie können gleich. Nein, ich muss hier kurz weg. Ja, bitte, danke. So, ja. Ich wünsche frohes Schaffen, die Herren. Also eigentlich fahre ich ja nicht immer gern durch diese Gegenden, ne? Besonders hier ist, glaube ich, Los Vagos, wenn ich mich nicht irre. Gelb ist, ich glaube schon, Los Vagos. Ist das vielleicht immer so eine Sache? Wenn man da als Polizist auffällt, ist man normalerweise ganz schnell hinüber. Aber man muss ja auch mal hier schauen, wo sich die ganzen Leute aufhalten, was die so machen. Aber wir fahren eben vorsichtig hier mal durch, weil wir hier gerade in der Nähe waren. Nur, dass hier auch wirklich nichts Auffälliges passiert. Einfach nicht anhalten, ja. Das Wichtigste, nicht anhalten. Immer schön in Bewegung bleiben. Dann tun die meist einem auch nichts. So, was haben wir denn da? Zwei komische Gestalten im Fahrzeug.
Wir checken das mal ab. Ja, Vagos hat man jetzt gerade auch gehört. Die haben ja alle ihre Bezirke. Vagos, Ballas, Grove Street. Hit and Run, Jason Mewes. Also einmal Fahrerflucht. Ist so gesehen gesucht. Keine Strafzettel erhalten, nichts weiter. Also haben wir hier einen Treffer. Waren doch komische Gestalten. Wir machen mal hier eine... das ist das Richtige. Nicht nochmal eine Kennzeichenabfrage, sondern eine Verkehrskontrolle so gesehen. Zumindest lasse ich das so ausschauen. Wir haben wie gesagt den Herrn Mewes, der das Fahrzeug besitzt und entsprechend gesucht ist für diese Fahrerflucht. Bitte folgen, das Fahrzeug ist daher gesucht. Mal schauen, wer das Fahrzeug führt. Wir fahren hier mal rechts ran. Schön weit Richtung Bürgersteig. Damit wir hier auch den Verkehr nicht anhalten. Ich bin nämlich der strengen Ansicht, dass die Herren nicht mehr weiterfahren dürfen. Wir werden es gleich sehen. So. Oh! Blöde Ballas gegen bzw. Grove Street. Stehen bleiben, auf den Boden runter, zack ich. So, wir brauchen Unterstützung hier. Die Herren sind am Fliehen. Der eine in einem Overall. Mist. Ich will den jetzt eigentlich entkommen lassen. Die Kollegen sollen sich mal ganz kurz hier um die Verhaftung kümmern. Bevor der mir jetzt hier entkommt. Nichts gibt's. So. Der Herr, einmal stehen bleiben. Auf den Boden runter. Runter auf den Boden. Sie sind vorläufig festgenommen. Der wollte nämlich auch auf mich losgehen. Beziehungsweise hat der gezögert. Wahrscheinlich ist das eine. Ja, das ist der Herr Jason Mewes. Fahrzeughalter und gesucht wegen Fahrerflucht. So, sie sind vorläufig festgenommen. Haftbefehl ist ja sowieso vorhanden. Und Transport ist auf dem Weg. Da kommt auch schon der Ford Mondeo. Und ja, wie man gesehen hat, jetzt gerade typische Situation, der andere ist entkommen, der Typ, der oberkörperfrei unterwegs war. Gut, das ist natürlich so eine Sache hier. Kollege nimmt ihn mit. Ist natürlich echt so eine Sache, ne? Wenn man dann gerade an dem einen dran ist, dann kommt der andere, haut einen von hinten. Gut, dass der nicht bewaffnet war, sonst wäre das Ganze wahrscheinlich schlecht verlaufen. Gut, vielen Dank daher. Und ich würde sagen, das war's auch schon wieder mit dem Video GTA 5 RSPDFA. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Einsatz für GTA 5 und RSPDFA hier. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und macht's gut. Ciao.